Meine Lieben, ja, ich mache seit langer, langer, langer Zeit mal wieder ein Video. Sorry dafür, meine Lieben, dass so lange jetzt kein Video kam. Aber ich war durch die Arbeit und dann auch mal so fertig. Und ich, auch wenn ich dann mal Zeit hatte, irgendwie wenn ich mal frei hatte oder so, hatte ich dann irgendwie trotzdem auch keine Lust, ein Video zu machen. Und dann war es ja die letzten Tage ja auch so schön, ab und an mal. Und da wollte ich dann lieber mal ein bisschen draußen auf meinem Balkon sitzen oder was mit meinem Freund unternehmen. Und ja, und da habe ich dann auch nicht so wirklich die Lust gehabt, mich dann so hinter die Kamera zu setzen und ein Video zu machen. Und ja, aber jetzt die Woche habe ich Urlaub und jetzt habe ich auch Zeit und jetzt habe ich auch Lust, mal wieder ein Video zu machen. Und wie gesagt, es tut mir echt mega leid, dass jetzt seit, ich glaube, 3 Wochen oder so ist ja meine Review von Gaara her. Und aber wie gesagt, es muss natürlich auch die Lust da sein, ein Video zu machen. Sorry. Und ja, genau, mein Hals, der kratzt auch mal wieder so ein bisschen, weil das Wetter auch nicht im Moment so wirklich will, was es will. Und typisch April halt, ne? Und ja, ihr habt auch gemerkt, ich habe ein neues Intro. Ich habe vor knapp einer Woche habe ich ein neues Intro hochgeladen. Das wird jetzt mein Intro sein, was immer jetzt vor den Videos kommen wird. Ich dachte mir einfach, weil jetzt nicht nur ja Attack on Titan Teil meines Kanals ist, sondern auch natürlich Digimon oder auch Zero of the End oder auch, was habe ich noch mit reingepackt? Black Butler, ne? Das kommt ja auch ab und an mal bei mir vor. Ich hätte natürlich auch noch lieber, auch noch am liebsten Death Note und Fullmetal Alchemist und ja, so andere Animes mit reingepackt ins Intro, aber dann wäre es zu lang geworden. Deswegen habe ich mich dann kurz gehalten und wirklich nur die Animes genommen, die so im Moment bei mir eben im Kanal auch auftauchen, so an Reviews mäßig. Und ja, aber jetzt genug davon. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an mit der Review hier zu dem dritten Artbook von Attack on Titan. Dieses gute Stück habe ich von einer ganz, 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 ganz lieben Freundin nachträglich zu Weihnachten bekommen. Danke nochmal dafür. Und ja, ich habe sie auch gefragt, warum sie mich nicht das zweite geschenkt hat und das und mit dem dritten halt angefangen hat, weil ich habe ja das erste auch von ihr schon und das dritte kam eben jetzt nachträglich zu Weihnachten, wo ich auch das Video drüber gemacht habe, das Unboxing. Und da meinte sie ja, weil da drinnen nämlich Levi auftaucht und im zweiten ja nicht. Und das zweite ist in ihrer Sicht auch ein bisschen so das Schwächste und ja, deswegen, ja, hat sie mir das dritte geschenkt, weil eben Levi am Start ist. Und ja, und ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal an hier mit der Review zu dem dritten Artbook von Attack on Titan. Wie man schon sieht, ist auf dem Cover diesmal Armin, gerade in seiner Salutierpose. Hier an der Seite steht nochmal ganz groß und in Rot Attack on Titan. Hier haben wir dann nochmal groß die 3 und auch nochmal Attack on Titan stehen. Und hier wieder mal dieser rote Streifen. Dann auf der Seite haben wir so ein bisschen japanisch. Ich schätze mal vielleicht auch ein bisschen so Attack on Titan, also Shingeki no Kyojin und hier eben nochmal die 3. Und auf der Rückseite haben wir hier dann eben noch ja, Eren als Titanen und hier eben Drawing for Animation from Attack on Titan. Und hier haben wir dann auch noch den Scancode und ja, und auch den Preis in Yen. Und ja, und ich würde sagen, wir schlagen jetzt einfach mal das gute Stück auf und schauen uns das mal an. Ja, wie immer hat hier das Artbook hier so diesen Umschlag. Wenn man das jetzt umschlägt, hat man hier eben ein Zeichen von der Mauer. Ich glaube, das ist Mauer Sina. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Ich kann das immer noch nicht so wirklich auseinanderhalten. Schande über mein Haupt. Ja, und hier, wenn man den Umschlag wegmacht, hat man dann eben hier noch ja, 3 weitere Bildchen. Einmal hier ja, Conny und Armin als Skizze, dann hier eben noch Eren und Armin als Kinder und das soll, glaube ich, Mikasa und auch Eren darstellen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Und ja, genau. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an mit der ersten Seite und hier haben wir auch schon Levi in Skizzenform, in Schwarz-Weiß. Und hier steht dann auch noch Attack on Titan. Hier ist dann noch das Inhaltsverzeichnis auf Japanisch. Und wenn wir dann das Ganze aufschlagen, ich glaube, ich mache mal den Umschlag jetzt mal weg, weil der stört ein bisschen beim Umblättern. Deswegen tue ich den jetzt mal so weg. So, ja, dann habe ich hier ein Bildchen auf der ersten Seite, das jedem Attack on Titan Fan bekannt sein sollte. Und zwar hier das typische Gruppenbildchen Mikasa, Eren und Levi.
Und hier haben wir eben das Bildchen dann nochmal in Skizzenform. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, dass es die Bildchen auch so in Skizzenform hier drin sind, weil wenn man die Bildchen vielleicht mal abzeichnen möchte, kann man sich die groben Zeichnungen da oben ein bisschen als Hilfe nehmen. Und hier haben wir dann auch noch ein Bildchen, so ein typisches Sommerbildchen von Levi, Eren und Mikasa. Und hier eben dann auch nochmal das Bildchen in Skizzenform. Und auch ein weiteres Bildchen, was man so kennt, hier eben Eren als Titan gegen einen anderen Titan. Und auch dieses Bildchen gibt es als Skizze. Und dann haben wir hier noch ein weiteres Bildchen, was jeder Fan kennen sollte. Ne? Das typische Artwork hier mit Mikasa, Armin, Levi und Eren voll in Action gerade. Und auch hier das Bildchen gibt es als Skizze. Genau. Ja, und dann haben wir hier noch eins mit Eren und Mikasa. Das Bild finde ich persönlich sehr, sehr schön. Ich kriege da jedes Mal Gänsehaut, wenn Eren Mikasa den Schal umbindet in der einen Folge. Und auch das hier gibt es als Skizze. Und ja, und dann geht es auch schon los mit den groben Skizzen zu einzelnen Folgen. Also hier haben wir jetzt gerade die Szene, wo Conny, Armin jetzt mal hier zu dem Stützpunkt bringt, ne, weil der ja kein Gas mehr hat, trägt Conny Armin. Und ich würde sagen, ich halte jetzt einfach mal meine Klappe, lass einfach jetzt mal das Ganze auf euch wirken und ich hoffe, man erkennt so einiges, weil wie gesagt, ich filme ja trotzdem mit meinem Handy und ich halte jetzt einfach mal die Fresse und blätter jetzt einfach mal um. Oh,
Zeichnungen und ja, ich hoffe, ihr habt alles erkannt. Ja, hier haben wir dann noch ein bisschen was auf Japanisch. Ich habe aber keine Ahnung, was das ist. Wahrscheinlich noch ein bisschen so Erklärungen, Erzählungen, whatever, keine Ahnung. Ja, und dann hier auf der Rückseite haben wir dann eben noch so noch andere Bildchen. Ich glaube, das erkennt man gerade gar nicht durch die Helligkeit hier gerade. Ja, auf jeden Fall haben wir dann hier noch die ganzen Illustrationen, ne, wer so daran mitgearbeitet hat und ja, genau. Ja, und dann hier auf der Rückseite haben wir dann eben nochmal Armin und hier unten dann auch noch Rainer, warum auch immer, keine Ahnung. Und eben dann nochmal Attack on Titan. Und hier steht auch nochmal Attack on Armin. Auch sehr cool. Ja, genau. Ich werde jetzt einen kleinen Cut kurz machen. Und da ich den Umschlag jetzt wieder ranmachen werde. Und ja, genau. Also bis. So, meine Lieben, der Umschlag ist wieder drum. Und ja, ich hoffe, euch hat diese Review gefallen. Sorry nochmal. Wie gesagt, meine Lieben, da jetzt so lange kein Review mehr kam. Aber wie gesagt, ich hatte einfach auch keine Lust, da mal ein Video zu machen und ja, es ist, es war immer irgendwie mal so die letzten Wochen ein bisschen der Wurm drinne bei mir, aber ich habe heute einfach mal wieder Bock gehabt, jetzt ein Video zu machen, ich hatte auch die Zeit und die Lust und ja, und da dachte ich mir, es wird jetzt echt mal Zeit, die Review zu dem dritten Artbook zu machen und ja, ich hoffe, euch hat, wie gesagt, die Review gefallen. Also ich kann jedem Attack on Titan Fan die Artbooks wirklich nur empfehlen. Ja, ich werde, wie es mir möglich ist, ja, versuchen, dass ich alle irgendwann mal habe. Ich glaube, es sind ja 5 Stück. Und ja, genau. Ja, meine Lieben, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Kommentieren, abonnieren, liken und ja, bis zum nächsten Video. Bye, bye.